Hallo, hier ist Kevin von Points Travel Tech. Wenn man im deutschsprachigen Raum Mais- und Moorkunde ist, hat man den riesen Vorteil, dass man im Alltag ohne zu fliegen sehr viele Meilen sammeln kann. Wie hier Kreditkarten und Online-Shops von Payback bzw. Mais & More zum Einsatz kommen, habe ich bereits in einigen Videos erklärt. Heute möchte ich dir aber zeigen, wie man mit einem der neuesten Partner, nämlich Amazon, zusätzlich Prämienmeilen sammeln kann und was dabei zu beachten ist, damit alles glatt läuft. Seit Oktober 2021 kann man durch Einkäufe bei Amazon Meilen sammeln. Miles & More hat für diesen Partner eine eigene Landingpage eingerichtet. Du findest diese Seite ganz einfach, wenn du Miles & More Amazon googelst. Zusätzlich habe ich dir den Link unten in der Videobeschreibung eingefügt. Einmal auf der Seite angekommen, muss man sich mit seinem Miles & More Konto einloggen und anschließend nochmal die Servicekartennummer eingeben, bevor man auf Weiter zu Amazon klicken kann. Hier wird dir nun erklärt, welche Einkäufe wie viele Meilen generieren. Es gibt 2000 Meilen für Amazon Neukundinnen. Dies wird wohl auf die wenigsten zutreffen. 3 Meilen pro Euro auf Amazon Geräte wie Echos, Kindles und Fire TVs. Auch 3 Meilen pro Euro auf Produkte aus monatlich wechselnden Kategorien. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind das Uhren, Filme, Serien, Games, Handmade und Tierbedarf. Zu guter Letzt 2 Meilen pro Euro auf alle Einkäufe, sobald in einem Monat mehr als 500 Euro ausgegeben wurden. Diese 500 Euro können aus mehreren kleinen Bestellungen in einem Monat erreicht werden. Es ist nicht notwendig, eine einzige Bestellung von über 500 Euro zu machen. Damit gibt es keine Meilen, wenn nur hin und wieder etwas Kleines bestellt wird. Wenn du jedoch weißt, dass du einiges in dem Monat bestellen wirst, lohnt sich der kurze Umweg über den Miles & More Link. Es gibt meines Wissens kein Limit an Meilen, die in einem Monat generiert werden können. Wenn du zum Beispiel 2000 Euro in einem Monat ausgibst, wirst du 4000 Meilen bekommen. Die Meilen durch deine Kreditkarte musst du natürlich noch dazu rechnen. Hast du also deine Miles & More Nummer eingegeben und anschließend auf Weiter zum Shop geklickt, öffnet sich in einem neuen Tab Amazon.de mit einem großen Miles & More Banner. Jetzt musst du nur noch deinen Kauf abschließen und die Meilen sollten nach Ende der Rücksendefrist auf deinem Konto landen. Das kann einige Wochen dauern. Du weißt schon früher, dass alles geklappt hat, wenn du eine Bestätigungsmeile in deinem Konto siehst. Damit du dich nicht ärgern musst, weil dir wie mir Meilen entgangen sind, hier noch ein paar Tipps, damit alles glatt läuft. Um sicherzugehen, dass die Verbindung zwischen Miles & More und Amazon fehlerfrei zustande kommt, ist es sehr wichtig, dass alle Cookies bei Miles & More und Amazon akzeptiert werden. Es sollten auch keine Adblocker aktiv sein. Ich habe mit meinem Standardbrowser um viel Geld bei Amazon eingekauft und habe die Meilen nie erhalten. Eine Reklamation bei Miles & More war leider vergebens. Daher empfehle ich dir, diese Einkäufe mit einem anderen Browser, den du für nichts anderes verwendest, durchführst. Hier kannst du von Anfang an sicher gehen, dass du alle Cookies akzeptierst und auch keine blockierenden Extensions installierst. Ich gehe nun persönlich so vor, dass ich auf meinem Standardbrowser meinen Amazon-Warenkorb fülle. Anschließend öffne ich auf meinem iPad die Miles & More Amazon-Seite mit dem Chrome-Browser, lasse mich verlinken und schließe nur noch den vorbereiteten Kauf ab. Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du nach jedem Einkauf die Cookies von deinem Browser wieder löschen. Mit dieser Technik sollte die Meilengeneration via Amazon problemlos funktionieren. Vielleicht hast du ja jetzt einen Grund für Familie, Freunde oder Kollegen, die Amazon-Bestellungen abzuwickeln. Eine einfache Methode, um gratis Meilen zu bekommen, ist es allemal. Was ebenfalls gratis ist, ist meinen Kanal zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Natürlich kann man nicht nur bei Amazon Meilen sammeln. Die vielen hundert Miles & More und Payback Online Shops sollten von jedem Meilensammler genützt werden. Ich erkläre dir in diesem Video hier, was dabei zu beachten ist. Einfach draufklicken und weiterschauen.